wenn ich schon allein ins Auto setze und hierher fahre, da will ich so schnell wie möglich hier sein. Warum? Die Atmosphäre. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist ein Wahnsinn. Und vielleicht sogar einer der besten Stimmungen überhaupt in den Bundesliga-Stadien damals. Ja, ich habe es geliebt, in diesem Stadion zu spielen. Ich weiß auch, wie unangenehm es ist für den Gegner. Ich erfahre das heute beim Fußballlehrer, wo ja auch ein paar Ex-Profis dabei sind, die den Wildpark immer zwar in guter Erinnerung haben, da war immer eine tolle Stimmung, trotz Laufbahn und auch auswärts immer viele Zuschauer dabei, aber sie haben ihn gleichzeitig auch nicht gemocht, weil es immer sehr unangenehm war, hier zu spielen. Und das haben wir uns natürlich auch zum Vorteil gemacht. Für mich, ich habe auf beiden Seiten gern gespielt, zum einen vor der Fankurve auf der Gegentribüne, auf der anderen Seite aber auf der Haupttribüne, weil da immer Schatten war. Was für eine unglaubliche Stimmung auch in diesem Stadion war. Diese Atmosphäre ist nicht aus dem Stadion rausgegangen. Und das ist außergewöhnlich. Ne? Und die Stimmung auf dem Platz, wenn das Stadion ausverkauft war, war unglaublich gut. Und allein schon nur, wenn diese Stimmung von links rüberkommt und rüberschwappt, das ist ein Adrenalinstoß, wo du wirklich drin hast, wo du sagst, boah, da macht Spaß und da musst du einfach mitmachen. Im Schlosspark hier raus und natürlich dann eine Stadionwurst und ein Bier, das war Pflicht. Ich bin aus dem Osten gekommen hierher und für mich war die Bundesliga immer sehr weit weg. Und man hat uns ja immer so suggeriert, der Westen ist nur so Ellenbogengesellschaft und so weiter. Und dann habe ich hier in Karlsruhe eigentlich ein ganz anderes Klima erlebt. Die Mannschaft war super. Du musst jeden Tag gerne in die Kabine kommen. Und ich würde alles dafür geben, wenn ich morgen früh in die Kabine kommen würde und ich wäre Teil noch dieser Mannschaft. Es hat was Familiäres. Wir sind kein Großverein, der überproportional irgendwo in der Welt präsent ist. Wir sind irgendwo, ist Karlsruhe Großstadt, aber Karlsruhe ist auch Provinz. Früher haben wir uns hier umgezogen in Eisenbahnwaggons. Geduscht haben wir unter der alten Tribüne. Das war also furchtbar, da war alles in Holz. Fußpilz war gang und gäbe. Ich muss eins sagen, mir hat es in Karlsruhe wirklich sehr gut gefallen. Aber dann war ich ganz, ganz stark am Zweifeln, wo ich 1958 zu Bayern sollte. Und da war eine schuld, und das war meine Frau. Die hat mich dazu gebracht, dass ich da geblieben bin. Und heute bin ich ihr dankbar drum. Und ich weiß noch, beim ersten Training in der D-Jugend hatte ich ein... Da lache ich heute natürlich drüber, eine selbstgestrickte Sporthose von meiner Mutter an und die anderen Kids haben mich verspottet. Ich habe meine Frau hier auch kennengelernt. Im Endeffekt, die versteht das in der Form hundertprozentig auch nicht, komischerweise, obwohl sie auch genauso lang schon hier ist wie ich, plus minus. Aber irgendwas hat der Club, was andere nicht haben. Ich weiß es nicht. Bei mir persönlich ist es eher so ein Gefühl, dass der KSC eigentlich schon immer, also in der Zeit, wo ich denken kann, und auch in der aktuellen Zeit ein absoluter Verein mit einer langen Tradition ist. Und da liefen bei mir schon die Tränen und da ist der Trainer gekommen. Das war damals der Tormann aus den 50er Jahren, der Rudi Fischer, mit dem damaligen Jugendleiter, der Ludolf Hill. Und ich habe den anderen Kindern, die mich verspottet haben, dann klar gemacht, dass das so nicht geht, dass ich eben aus einer armen Familie stamme. Und der KSC ist ein Stück Heimat für mich geworden, logischerweise. Familie ist hier. Meine Tochter, die jetzt ja auch schon über 30 ist, die hat fast ihr ganzes Leben lang hier verbracht. Auch meine Mitstreiter, dass wir eigentlich Freunde fürs Leben geworden sind. Also mein Freundeskreis, einer meiner Freundeskreise kommt aus dieser Mannschaft von damals. Mein Trauzeuge ist aus dieser Mannschaft. Es ist wie vergleichbar, als ich wieder hergekommen bin, wenn wir uns sehen. Es ist wie so ein Stück weit Familie für uns geworden. Boah, so cool. Man atmet und ist wieder zu Hause. Ich bin wieder hier. Und das war schon was Besonderes. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich hier gar nicht mehr weg will. Und dann habe die
bisschen was gesammelt und im Rückzug hatte ich dann eine ganz normale Adidas Sporthose wie alle anderen Kinder auch. Und da habe ich gemerkt, dass in diesem Verein ein Zusammenhalt da ist, ne? Und da war ich sehr erleichtert und da bin ich dabei geblieben.